Hallo und willkommen bei diesem neuen Kanal, Juve308. Ja, das ist das erste Video auf diesem Kanal. Ich bin gerade frisch neu umgezogen von Crazy Dog auf diesen Kanal. Ja, ich hatte viel Stress auf diesem Kanal, deswegen habe ich einen neuen Kanal hergestellt. Und das erste Spiel, was wir let's playen werden, ist Gothic 1. Ja, das ist einer meiner Lieblings- und Kindheitsspiele. Dafür träume ich immer noch, egal wann ich, wie alt ich bin, ich werde es immer spielen. Auf jeden Fall, das ist ein Roleplay, würde ich mal sagen, so, nicht Roleplay, sondern so RPG, Mittelalterspiel. Da geht es halt darum, man ist halt ein Sträfling, unschuldig halt ins Gefängnis gekommen. Man wird in die Minenkolonie, beziehungsweise Sträflingskolonie, reingeschmissen. Und die Magier haben halt so eine Schutzbarriere gemacht, damit niemand entfliehen kann. Aber dabei haben sie sich auch selber eingesperrt. Und deswegen haben die Sträflinge mit dem König ein Deal gemacht, weil sie haben einen Krieg gegen den Orks. Und sie müssen jetzt Erz den König schicken. Und dafür kriegen sie alles, was sie wollen. Erz, was laber ich? Essen, Menschen, keine Ahnung. Irgendwas halt. Das kriegen die halt dann alles. Und es gibt dann drei Lagern auf diesen Strafkolonie. Das wird uns dann alles unser guter alter Kumpel sagen, beziehungsweise unser neuer erster Kumpel. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten in dieses Spiel rein, fangen auf jeden Fall ein neues Spiel an. Und das ist nicht die normale Gothic-Version, das sage ich jetzt schon mal. Das ist die Gothic 1,08K Mod-Version, das ist bestimmt die Standard-Version, die hat jeder. Sonst startet es nicht, das ist bei mir der Windows 7. Und da muss ich halt die noch extra runterladen. Und das ist die Perfect Gothic Mod. Da wurde halt viele Bugs gefixt, aber wir müssen trotzdem aufpassen, weil das ist auf jeden Fall ein altes Spiel. Und bei alten Spielen muss man immer aufpassen auf Bugs, weil die gibt's immer, egal bei welchem Spiel. Und ja, lassen wir dieses ganze Gelaber und fangen auf jeden Fall jetzt an. Neues Spiel. Das Königreich Myrtana, wieder vereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Den Orks forderte seinen Tribut und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armee und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg.
im Namen König Robars II., Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtat. Gefangener, ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung kannst du selbst und ich will dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war schweig! Gut, hinein mit ihm. No! Willkommen im Lager. Das reicht! Lasst ihn in Ruhe! Macht, dass ihr wegkommt! Steh auf! Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Also, das ist unser erster richtiger Mensch und unser Kumpel, was wir jetzt in dem Minenkolony gefunden haben, und wir können mit ihnen jetzt reden. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest hier vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullitt und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Kapitel 1. Die Welt der Verurteilten. Ja, und wie gesagt, hallo und willkommen bei Gothic 1. Ich habe vergessen, meine Tastatureinstellungen schnell zu machen, weil die habe ich... er ist gerade weggebuggt. Okay, ich hoffe, dass jetzt nichts Schlimmes passiert. Das ist gerade echt zufällig passiert. Oh. So. Ja, okay. Das hat man gerade kurz gesehen. Unten links ist er weggeflogen. Ja, wie gesagt, dieses Spiel hat sehr viele Bugs.
Ich habe nur 20 FPS, ich weiß nicht warum. Das ist ein altes Spiel. Und wenn ich bei CSGO aufnehme, immer 40-30 FPS. Und ich mach mal ein bisschen die Musik aus, vielleicht ja, warum? So, vielleicht war das ein bisschen zu laut, weil ich weiß nicht, ob ich das später alles einstellen kann, weil ich tue jetzt nicht mehr bei meinen alten. Ja, okay, er kommt nicht mehr. Ja, egal. Ich weiß nicht mehr, ob ich bei meinem alten Schneideprogramm, also da konnte ich alles einstellen, Audio und alles, aber ich weiß nicht, ob ich das bei meinen neuen machen kann, weil ich benutze jetzt 9, weil bei 9 kann ich 1080p meinen Videos einstellen und bei meinen alten konnte ich nur 480, aber das sah so aus wie 240p und das sah echt grottig aus, also deswegen benutze ich jetzt 1080p. Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon... Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld... Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Der andere hat nichts zu sagen, weil das ist ein ganz normaler Gardist-NPC. Und die, wo Namen haben, die sagen andere Sachen. Auf jeden Fall wichtigere Sachen als Gardisten, weil die sagen wahrscheinlich immer nur das Gleiche. Das ist so bei Gothic. Und bei anderen Spielen wahrscheinlich auch, dass es normale NPCs gibt mit Standardnamen, wie Gardist oder Söldner oder Butler. Das sind so die, ja. So. Also, auf jeden Fall ist jetzt unser erstes Ziel, dass wir zum alten Lager ankommen, aber danach, das werde ich jetzt schon mal spoilern. Wenn ihr das nicht gespoilert werden, wenn ihr das nicht gespoilert werden wollt, dann tut 10 Sekunden oder so skippen. Ich werde mich auf jeden Fall den Söldnern anschließen. Es hat auch viele Gründe, weil erstens, ja okay, ich sag jetzt nicht die Gründe, ich sag nur, dass ich mich jetzt denen anschließen werde. Und ja. Ganz kurz, ich werde wieder spoilern. Das könnt ihr jetzt wieder skippen, wenn ihr wollt. Ich werde es so machen, ich werde auf jeden Fall zum alten Lager gehen, das ist ja klar. Dann werde ich viele Missionen machen, als ich dann zum Gardisten aufgenommen werde. Das ist ja klar. Aber dann, wenn ich alles gemacht habe, bis ich zu dem Punkt bin, dass ich Gardist werde, werde ich es dann nicht annehmen. Also ich werde dann nicht zu Tor, also zu meinen, ja scheiße, werde ich dann nicht zu den Boss gehen und sagen, ich werde
Gardist, sondern ich werde dann einfach mit so einem Kumpel, wo auch Söldner ist, dort mitgehen, weil der geht dann wahrscheinlich wieder zurück zum Söldnerlager und dann werde ich dort Söldner. So. Es gibt aber auch viele Gründe, warum ich kein Gardist werden will. Aber die will ich jetzt halt nicht spoilern. Die Musik ist irgendwie zu leise, ich habe keine Ahnung. Komisch. Dafür ist der Effekt-Sound, also von den ganzen Spielen, das Doppelte so laut. Ja, genau. Ich glaube, jetzt haben wir alles angesammelt, was wir hier finden konnten. Oder haben wir diese Höhle? Ich habe ein kurzes. Ja, doch, ich glaube. Aber die Truhe, habe ich das gedingst? Ja, ich habe alles geholt, was hier war. Also, wir haben jetzt hier schon mal alles gesneakt, was hier war. Und da würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg zum alten Lager. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon Ausrüstung, also außer Truhe, was für Truhe, Mann, bin ich behindert? Außer eine Rüstung, aber sonst sind wir ausgerüstet. Wir werden auf dem Weg auf jeden Fall noch ein paar Dinge finden, was brauchbar wird. Zum Beispiel hier jetzt wieder eine Waffe oder Waldbeeren zum Essen, damit wir wieder unser Leben neu generieren können. Hey. Nein. So, wie viele Punkte haben wir? 300 bis 500, okay. Also wir haben bei Einhändern 0%, bei überall 0%, bei Schlösser öffnen, Taschendiebstahl 90%, aber das ist Chance des Versagens, also schlecht auch. Magie nein, Schleichen nein, Akrobatik nein. Schutz haben wir 0, Stärke 10, Geschick 10, Mana 5, Lebensenergie 40. Ja, also alles noch sehr schlecht, aber das bauen wir uns alles auf, indem wir Erfahrungspunkte sammeln, dann kriegen wir noch Lernpunkte beim Level Up immer und damit können wir dann uns richtig upgraden. Also wir lernen dann von den ganzen Leuten sehr, sehr viel Shit auf jeden Fall. Und ja, wir sind jetzt in den Minental angekommen, weil jetzt fängt es erst richtig an. Das sind auch schon die ersten Jäger bzw. die ersten Söldner oder Banditen, wie ich auch nennen will. So. Hey du. Erstmal reden wir mit Redford. Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier.
Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher. Aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch. Bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Oh, ups. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Wieso? Verkauft er die Karten nicht? Wenn du an genug Erz rankommst, um sie zu bezahlen... Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. So, jetzt reden wir nur noch mit Drax und dann gehen wir noch... dann machen wir uns auf den Weg auf jeden Fall in das Artelager. Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel. Greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du dem Viecher Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Also wir haben ja noch keine Lernpunkte, also können wir nichts von ihnen lernen. Aber irgendwann mal werde ich noch das Jagen lernen von irgendeinem Jäger. Nein! Ey, das war eine Millisekunde. Shit. Ja, guck dir weiter nach den Viechern aus und ich gehe mal jetzt ins alte Lager. Waldbären. Bier. Ein Becher. Okay.
Okay. Da hinten war schon eine Höhle, aber da gehe ich auch nicht rein. Ich bin noch viel zu schwach für gute Viecher. So, jetzt tue ich erstmal speichern. Ich mache insgesamt... Oh, egal. Ich werde insgesamt 4 oder 5 Speicherplätze machen, weil, wie gesagt, das Spiel hat sehr viel Bugs und wenn ich mal einen Bug begegne und ich habe schon aus Versehen gespeichert, dann habe ich noch davor noch ein paar Speicherplätze. Komm, ich mache 6 lieber draus. Okay, so. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Danke. Wie viel Erz haben wir überhaupt? 3, okay. Wir haben 3 Erze. Niese. Diego, unser Friend. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der 3 Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist dich Gomez-Leuten anzuschließen. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Die haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Aber diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Mach's gut. Also muss ich jetzt mit Torus reden. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gomez-Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir. Kapiert? Ich werde mit Diego reden. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird.
Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So, du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren, verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier fiel. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja. Aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu dolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Hier passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass die Klappe hält. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Ich kümmere mich darum. So, also, das war das erste Part von Gothic 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war, wie gesagt, das erste Video auf meinem neuen Kanal. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch meinen alten Kanal, meinen Ex-Kanal besuchen. Das heißt Crazy Dog. Und im nächsten Kanal werden wir uns auf jeden Fall diesen Mordrak kümmern, aber erstmals werden wir die paar Missionen, was wir erledigt bekommen, für den alten Lager auf jeden Fall erledigen. Und ja, tschüss und wir sehen uns nächstes Mal bei Juve 308. Ciao.